Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Einhorn mit Verlängerung Bundle von KDM Shea und Juicy Gay. Alle weiteren Informationen zu dieser EP, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zur EP, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Einhorn mit Verlängerung, das Ganze eine EP und nicht als Box vom Erschienen, sondern als Bundle. Wir sehen hier schon den Bundle-Inhalt. Also wir haben hier einmal die EP an sich in einer Papphülle, einen Sticker, einen Flyer zur Tour und ein T-Shirt. Wir werden das T-Shirt mal hier aus der Folie holen und auch gleich mal die EP aus der Folie befreien. Es ist eine sehr ungewöhnliche Kombination. Juicy Gay, ja, der bringt mehr oder weniger die Einhörner auf die EP und KDM Shea ist verantwortlich für die Verlängerung. Also die Fusion aus Verlängerung und ja, Waffengewalt und Liebe zur Gewalt und Autotune gepaart mit diesem Einhorn-Rap von Juicy Gay, auf jeden Fall eine ja, sehr interessante Kombination. Ich habe in EP reingehört, muss jetzt ganz ehrlich für mich sagen, ich bevorzuge KDM Shea Solo mehr, aber es ist mal etwas anderes. Wir haben hier die EP und dieser Herr ist eine ja, Fusion mehr oder weniger aus KDM Shea und Juicy Gay, also beide Künstler hier vereint. Das Gesicht, die Brille und die Frisur von Juicy Gay, aber hier natürlich das Tattoo, der Ohrenbereich von KDM Shea und natürlich auch der Pelzmantel. Dann haben wir hier noch ein schwarzes Pferd, das eine Verlängerung aus der Stirn wachsen hat, also dementsprechend ein Verlängerungseinhorn und jede Menge farbenprächtige Blätter und Botanik und hier Patronen. Jede Menge goldene Patronen. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist abgedruckt. Wir haben 7 Tracks in der EP plus 3 Remix-Versionen. Also 3 Tracks der EP sind dann hier als sogenannte Gang-Versionen geremixt worden. Und dann haben wir noch Track 11, das ist ein Hidden Track. Also 8 Tracks und 3 Remix-Tracks ergeben 11 Tracks gesamt. Dann haben wir noch die Credits. Juicy, Gay und KDM, Shea, Einhorn mit Verlängerung. So sieht die CD aus. Also wir haben hier diese 4 Einhörner, die sich hier ja, wie so ein Kreuz oder wie so ein Rad zu viert hier zusammen, die hier zusammengestellt wurden. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Klassisch, wie man es bei einer EP kennt. Dann haben wir als nächsten Bundle-Inhalt einen Sticker, Schützenverein KDM, Schießen und Schweigen und hier die Social Media Auftritte, also Twitter und Instagram von KDM Shea. Also das ist ja einer seiner Hauptsprüche oder Zitate, ein Dadasch ist ein Dadasch, wenn er schießt und wenn er schweigt. Das eben hier passend vermerkt, also Schützenverein steht für Schießen und Schweigen. Gefällt mir gut, quadratischer Sticker in Schwarz und Rot. Dann haben wir den Tourflyer. So sieht der Ganze aus. Also, der ist zweiseitig bedruckt. Auf beiden Seiten sind die Tourdates, nämlich 4 Stück an der Zahl aufgedruckt. Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt. Und hier wieder 2 Einhörner, die Verlängerungen kreuzen. Und dann haben wir als letzten Inhalt ein T-Shirt. Und was mich sehr gefreut hat, das Ganze ist ja nicht über Amazon oder sonstige große Plattformen erschienen, sondern wirklich über den Dadasch Shop von KDM Shea, von der seine Sachen, seine Produkte vertrieben werden. Und dort konnte man sich zu dem Bundle-Inhalt selber aussuchen, ob T-Shirt oder Zip-Hoodie. Es gab die Möglichkeit, einmal das T-Shirt in Schwarz, Silber oder in Rot-Gelb zu haben. Und den Zip-Hoodie in derselben Farbe, also einmal in Schwarz-Silber und einmal in Rot-Gelb.
Ich habe mich in dem Fall für das T-Shirt entschieden. Die Bundles mit den Hoodies wären auch teurer gewesen und mir hat das T-Shirt vollkommen ausgereicht. Also das war für mich so das gelungenste Motiv und auch von der Farbkombination. Also wir haben hier ein schwarzes T-Shirt mit silbernem Aufdruck, Juicy Shay, also die Mischung aus Juicy Gay und KDM Shay. Und wir haben hier, es erinnert mich sehr stark an das Polo-Logo, also Ralph Lauren oder US Polo Association. Dann haben wir hier eben, oder Burberry eventuell auch noch, dann haben wir hier eben keine Ritter, die mit Lanzen oder Polospieler, die mit Poloschlägern kommen, sondern zwei Typen mit Verlängerungen und an diesen, also rein von der Formel würde ich jetzt sagen, dass eine Desert Eagle an diesen Verlängerungen befestigt ist. Ja, auf den ersten Blick vielleicht etwas befremdlich, aber wenn man die Texte oder die Thematik von KDM Shay kennt, dann macht das durchaus Sinn. Backprint haben wir keinen, also das Ganze wirklich nur auf der Vorderseite bedruckt. Und dann schauen wir nochmal, womit wir es zu tun haben. Und zwar ist das Ganze ein Anvil Lightweight, lesen wir hier. Die Größe konnte man sich auch auswählen, das fand ich besonders gelungen in dem Shop. Ich habe mich in dem Fall entschieden für Größe M und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das noch kurz im Detail an, wie das T-Shirt aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also schwarzes Shirt und wir haben hier im oberen Brustbereich die beiden Worte, den Schriftzug Juicy und Shay. Und dann hier drunter die beiden Reiter mit ihren Schilden und mit ihren Verlängerungen. Ist ein sehr ungewöhnliches Motiv. Zwei Typen, die auf Einhörnern und Verlängerungen sitzen. Aber rein von der Farbgestaltung Schwarz-Silber gefällt es mir sehr. Und das kann man durchaus anziehen, meiner Meinung nach. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet, in dem Bundle in diesem Fall. Einmal das eben gezeigte T-Shirt. Wie gesagt, Größe oder Farbe konnte man frei auswählen, war nicht nur dieses T-Shirt darin. Der Tourflyer, doppelseitig bedruckt. Dieser quadratische Sticker. Und die EP Einhorn mit Verlängerung. Das alles in dem Bundle. Einhorn mit Verlängerung von Juicy Gay und KDM Shay. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der EP bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr KDM Shay und Juicy Gay unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.